Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hands-on-Beta-MMO-Friday, denn es ist ein Hands-on-Beta am Freitag mit einem MMO. Ich kann so gut Sachen zusammen verknüpfen. Und heute habe ich Otherland dabei, ein Spiel, was gerade im Early Access ist. Und vorab ein paar kurze Worte, die bei diesem Spiel auch hundertprozentig gesagt werden müssen. Bei diesen Games, beziehungsweise bei diesen Videos, bei Hands-on-Beta, zeige ich euch Games, die entweder halt Closed- oder Open-Beta sind, aber auch im Early Access, und es geht darum, euch zu zeigen, lohnt es sich vielleicht ein Founders Package oder ein Early Access für diese Games zu kaufen? Was erwartet euch? Auf was für einen Stand sind die Spiele? Und damit ihr einfach seht, ist das etwas, was mich anspricht. Und ich sage, gerade bei diesem Spiel muss ich das sagen, denn Otherland ist in einem Early Access und das ist ein echten Early Access. Was meine ich damit? Das Spiel wirbt damit, dass es nicht fertig ist. Leute, habt das im Kopf, falls ihr darüber nachdenkt und auch während ihr euch dieses Video anschaut. Denn ich finde es persönlich gut, dass die Jungs von Draco Entertainment auch auf den Steam-Seiten überall reinschreiben, hey, wir gehen in der Early Access, damit wir euer Feedback einholen, damit wir das Spiel so weiterentwickeln, wie ihr es haben wollt und wie wir auch damit zufrieden sind und natürlich damit wir ein bisschen Geld machen und die Entwicklung vorantreiben können. Also, ich fange mal ein bisschen vorher an, denn Otherland hat eine längere Geschichte, die ich ganz, ganz kurz abkürzen möchte. Spiel wurde entwickelt, Firmen gegen Pleite, Spiel wurde nicht entwickelt, Drago Entertainment holt sich Spiel, entwickelt es weiter, Investor und so weiter und so fort. Gerade an einem Stand, brauchen mehr Geld, gehen in Early Access. Wir haben dieses Spiel und viele warten schon darauf. Das war ziemlich kurz zusammengefasst, finde ich ganz gut eigentlich. Otherland mag dem einen oder anderen vielleicht was sagen, denn es ist ein Roman. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die Romane nicht, aber ich habe mich ein bisschen bei Wikipedia schlau gelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin in das Spiel rein und dachte mir dann, okay, das ist schon ziemlich abgefahren, was mich hier erwartet. Dann habe ich nachgeschaut und Otherland dreht sich ganz grob, bitte erschlagt mich nicht, aber um eine Welt, in der die virtuelle Realität immer mehr zu Trage kommt, dass Menschen Implantate haben und es gibt halt Menschen, die tatsächlich nur noch in der virtuellen Welt leben. Stellt euch so eine Art Second Life vor, falls ihr das noch kennt, oder vielleicht einfacher, stellt euch vor, ihr könntet in die Sims rein und dort leben, so ungefähr. Und Otherland ist wohl eine Art perfekte Welt, die die ganz Reichen der Welt zusammenbauen möchten, um dort halt irgendwie lebenslang oder unsterblich zu werden und dort leben zu können. So ganz grob habe ich die Geschichte verstanden. Was mir persönlich daraus gezogen habe, es geht um eine virtuelle Welt und genau das erwartet euch in diesem MMORPG. Denn das Setting ist für mich einfach mal was anderes. Und zwar was anderes nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Ich bin da reingekommen und dachte mir zuerst so, what the fuck, wie sieht das denn hier aus? Keine Charaktererstellung, das Tutorial bringt euch relativ okay in das Spiel rein, also ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber wenn ich an The Repopulation denke, was ich mir auch im Early Access für knapp 70 Euro gekauft habe, dann ist das hier auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Grundsätzlich wird Otherland ein Spiel sein, welches sowohl PvE wie auch PvP anbieten wird. Es hat durch diesen Setting der virtuellen Welt ein Ziel, verschiedene Gebiete anzubieten, die alle nichts miteinander zu tun haben, die komplett abgefahren sein können. Und das habe ich in den 3-4 Stunden, die ich gerade in der Early Access Phase verbracht habe, mir auch schon ein bisschen anschauen können. Bitte bedenkt bei den Aufnahmen, die ich habe, die sind vor dem offiziellen Early Access genommen worden, denn ich hatte die Möglichkeit schon vorher mich ein bisschen dort umzuschauen, mir das Spiel mal genauer anzugucken. Das heißt, es waren keine anderen Spieler auf den Servern und gar nichts. Und das fand ich auch ganz cool. So konnte ich mich ganz in Ruhe dort reintreiben. Fangen wir mit dem Positiven an. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist natürlich jetzt nicht das Bomben-AAA-Grafik-MMORPG. Das muss es aber auch gar nicht sein. Es spielt sehr gut mit dieser virtuellen Realität. Euer Charakter ist einfach ein Sim, wie er auch genannt wird. Und die Grafik und das Design der Welten, die ich bis jetzt gesehen habe, die fand ich echt interessant und cool. Die haben mich angesprochen. Dann ist auch ein bisschen Humor mit drin. Besonders in der ersten Zone werdet ihr andere Leute treffen, die euch als Spieler verkauft werden, was ich sehr cool finde. Also es wird nicht gesagt, hey, das sind irgendwelche Leute, die hier leben, sondern das sind tatsächlich Spieler, Leute, die in diese Welt reingekommen sind, was wahrscheinlich zum Otherland-Universum passt. Und die heißen sowas wie, Sniper-Bitch und ähnliches. Also sind schon ein paar coole Namen bei. Besonders weil heutzutage würden sich Spieler tatsächlich solche Namen auch geben, selbst in einem Rollenspiel. Ansonsten, was ich bis jetzt gesehen habe, das PvP habe ich mir nicht angeschaut, obwohl das auch ein Kernpunkt dieses Spiels sein wird. Aber, wie ich gesagt habe, keine Spieler auf dem Server, also macht PvP besonders wenig Sinn. Also habe ich mir PvE ein bisschen angeschaut. Quests war okay, war Standard Krams bis jetzt. Man kam ein bisschen in die Geschichte, hat ein bisschen was verstanden, selbst ich, der halt Otherland nicht kennt, dachte mir, oh, das klingt ganz interessant, man ist irgendwie so in einer Art Nimbus, also so eine Simulationsebene zuerst. Aus dieser wird man rausgerettet, weil die irgendwie
korrupt ist, und ich will euch nicht alles vorwegnehmen, vielleicht werdet ihr es selber spielen und dann das Tutorial selber durchspielen. Aktuell in dem Early Access werden euch 4 Klassen angeboten. Ein Marksman, also ein Fernkämpfer, ein Warrior, was ein Nahkämpfer ist, wie der Name es schon sagt. Dann gab es einen Assassine, könnt ihr euch ungefähr als Schurken vorstellen. Und der 4. im Bunde war ein Energizer, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke gerade, ja genau, Energizer nennt sich das. Und das ist eine Support-Klasse, die ich sehr interessant fand, die ich aber nicht gespielt habe. Denn das, was aktuell noch nicht so schön ist, ist das Tutorial der Klassen. Denn bevor ihr euch für eine Klasse entscheidet, dürft ihr sie tatsächlich auch ausprobieren, was ich immer cool finde. Das ist ein cooler Ansatz, aber dort fehlen einfach viel zu viele Informationen. Ihr werdet in einen Raum reingeschmissen, müsst ein paar Sachen machen, habt unglaublich viele Skills und euch wird einfach nicht geholfen, damit ihr einfach seht, okay, wohin geht diese Klasse, was sind die Kernpunkte dieser Klasse und ähnliches. Ich denke mal, da müssen die noch nacharbeiten. Und dann geht es einfach in der Story ein bisschen weiter, ihr bekommt noch ein paar Gebiete hinterhergeschmissen und wie gehabt, viel von dem Spiel habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist so der Grobeindruck. Positiv, wie gesagt, Grafik, erfrischendes Setting, die Klassenvielfalt ist jetzt eher so meh, aber es ist ein Early Access, wie schon gesagt, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Jetzt kommen wir zu den paar negativen Punkten, wobei bei den negativen Punkten muss ich gestehen, es ist gerade Kritik zu einem Spiel, was von sich selbst sagt, es ist nicht fertig. Das müsst ihr bitte im Hinterkopf haben. Für mich ist das gerade positives Feedback in der Hinsicht, dass ich den Entwicklern und auch euch einfach zeigen möchte, daran müssen sie auf jeden Fall arbeiten. Und wenn ihr euch so ein Early Access Pack kauft, dass ihr auch wisst, worauf ihr euch einlasst. Also, die Kollisionsabfrage ist bei dem Spiel alles andere als gut. Mal gut, mal schlechter. Das Kampfsystem ist eine Mischung aus dynamisch und statisch. Bedeutet, ihr könnt euch bewegen, während ihr das macht. Ihr könnt auch die linke Maustaste gedrückt halten, um eure Hauptattacke zu machen, und greift auf die Tasten 1 bis 10 zum Beispiel, um weitere Skills hinzuzufügen. Das Ganze funktioniert bis jetzt so bedingt. Es fühlt sich irgendwie noch nicht ganz hundertprozentig an, aber es ist tatsächlich schon besser als in anderen Spielen, die schon raus sind. Was ich auch im Kampfsystem interessant fand, bei meiner Klasse, die ich gespielt habe, das war der Marksman, konnte ich bis zu 3 Waffen mit mir tragen. Einen Bogen, ein Maschinengewehr und eine Shotgun. Und das Coole war, ich kann auch im Fight jederzeit zwischen den Waffen hin und her wechseln und somit die Entfernung der Gegner ein bisschen besser abschätzen zu können. Zum Beispiel kann ich mit dem Sturmgewehr weiter entfernte Gegner treffen, mit der Shotgun näher dran und macht der mehr Damage. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Die Gegner sind alles andere als schlau zum Teil. Sie resetten relativ schnell, evaden relativ schnell. Dann hat mit einigen NPC-Gruppen, mit denen man zusammenarbeiten sollte, hier und da was nicht geklappt. Das heißt, man hat schon gemerkt, das Spiel möchte irgendwo hin. Es hat sehr gute Ansätze, aber es ist alles andere als spruchreif und fertig. Deswegen finde ich den Weg mit dem Early Access auch gut, denn sie sagen von sich selbst, hey, wir sind nicht fertig. Wer dieses Spiel im Early Access unterstützen möchte, der soll auch darauf wissen, worauf er sich einlässt. Und zwar auf ein unfertiges Spiel, was aktuell in der Entwicklung ist, wo wir auch sehr stark auf das Feedback der Spieler und auf viele Tester angewiesen sind, wo wir aber tatsächlich auch aufgrund von Finanzierungsmöglichkeiten auch einen Early Access anbieten. Heißt, für euch meine Empfehlung, wenn ihr Bock habt, an einem MMORPG mitzuarbeiten, ich muss gestehen, das, was ich bis jetzt von den Jungs mitbekommen habe, was sie auf Steam so schreiben, sie sind tatsächlich auch daran interessiert, Feedback sich einzuholen und nicht einfach nur das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr daran mitarbeiten wollt, wenn euch Otherland überhaupt was sagt und ihr das Setting cool findet, oder wenn ihr halt dieses, Science Fiction ist schon fast zu wenig, denn Skyforge ist ja auch so ein Science-Fiction-MMORPG, das ist so ein Virtual-Reality-Science-Fiction-MMORPG, euch anschauen wollt, dann kann ich euch tatsächlich sagen, schaut euch Otherland ruhig mal an. Ich weiß nicht ganz genau, was für Early Accesses sie anbieten, ich würde euch aber raten, nicht die teuersten zu kaufen, denn das kann immer noch ein Schuss in den Ofen sein. Aber ihr habt jetzt ein bisschen Gameplay gesehen, ihr habt meine Meinung dazu, ihr könnt mir auch gerne Fragen zu dem Game unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie so gut ich kann, denn ich werde den Early Access ein bisschen mitverfolgen, euch vielleicht bei dem einen oder anderen Update noch ein paar Updates zu dem Game geben. Es ist jetzt nicht mein Hoffnungsträger von 2015, 2016, aber auf jeden Fall ein Spiel, was man im Hinterkopf haben könnte, denn bei der aktuellen Masse an MMORPGs muss ich sagen, dass mich Otherlands schon irgendwie angesprochen hat. Ob es das langfristig machen kann und ob die Entwicklung des Spiels tatsächlich in eine Richtung geht, wo am Ende ein cooles Produkt rauskommt, das kann man noch nicht sehen. Das heißt, ein bisschen Risiko ist bei diesem Early Access auf jeden Fall dabei und das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein. So Leute, das soll mein Ersteindruck zu Otherland gewesen sein. Wie gehabt, in der Early Access ist das Spiel, ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu der offiziellen Seite auf Steam, denn nur darüber ist das Spiel aktuell erhältlich und ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Nicht grundsätzlich zu Early Access, sondern tatsächlich, oder was, wisst ihr was, machen wir anders. Schreibt gerne grundsätzlich zu Early Access, ob ihr findet, dass so ein Early Access, was jetzt auch genauso deklariert wird, gut ist oder ob ihr immer sagt, nö, ist scheiße, will ich gar nichts von wissen. Auch zu dem Gameplay, was ihr gesehen habt, was ihr davon haltet, vielleicht
Vielleicht auch, ob ihr Otherland kennt, ob ihr euch auf das Spiel freut, ob ihr euch überhaupt überlegen würdet, so ein Early Access zu kaufen und das Spiel zu unterstützen und dort auch tatsächlich Feedback zu lassen. Schreibt alles gerne in die Kommentare und ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.